Die Statistik der Hygieniker stellt fest, dass es Länder gibt,
deren Seidenverbrauch weit höher ist als bei uns. Und es ist heute nicht mehr die Not der Nachkriegsjahre, durch die weite Teile unseres Volkes unsauber sind, sondern Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit. Das Folgende schreiben Sie gesperrt. Für Unsauberkeit und Schmutz gibt es heute keine Entschuldigung mehr. Machen Sie erstmal auf. Und legen Sie das zu den übrigen Unterlagen für den Vortrag im Frauenverein. Guten Tag, Frau der Doktor hat mich bestellt. Ja, ich weiß, komm nur herein. Guten Tag, Frau der Doktor. Ah, ist der Autofachmann. Na, hast du schön gebadet? Doch, aber nach der Badeofen, der ist hin und Ach, du liebe Zeit. Mein Badeofen funktioniert. Kannst du gleich mal ausprobieren. So. Auf rein. Die besonders saubere Familie Kramer. Jeder hat zwei Handtücher und zwei Waschlappen. Eins für den Kopf, eins für den übrigen Körper. Und hier hat das Haus Bergstraße sein Badeproblem gelöst. Jeder hat der Reihe nach einmal das Bad für sich allein. So wie Hans. Na Hans, wolltest du spielen oder baden? Vergiss nicht, deine Fingernägel zu bürsten. Wenn du wüsstest, wie viele Krankheitserreger darunter sitzen können. Aber beeil dich, das Fräulein Doktor wartet. Ach, holen Sie mir doch mal die Filme über die Reinlichkeit der Haut. Mann, Fräulein Doktor, das war aber prima. Glaub mir, mit eurer Badewanne geht's auch. Ihr müsst nur den Ofen reparieren. Dafür sorge ich schon. Ist das das Kino? Ja. Damit ihr überhaupt versteht, warum es so wichtig ist, sich täglich zu waschen und mindestens einmal in der Woche warm den ganzen Körper zu baden, solltet ihr diesen Film in der Schule vorgeführt bekommen. Es ist ein Zeichentrickfilm über die Haut. Was du hier siehst, ist ein Stückchen Haut, ganz stark vergrößert. Und jetzt dasselbe im Querschnitt gezeichnet. Die dicken Zwiebeln sind die Haare und an jedem Haar ist eine Öffnung für die Tanzhose. Der Talg überzieht die Haut mit einem feinen Film, schützt sie und macht sie geschmeidig. Millionen von Talgdrüsen hat der Mensch. Und hier eine Schweißdrüse mit ihrem geschlängelten Ausführungsgang. Dass der Schweiß Haut und den Körper vor Überhitzung schützt, das weiß ihr doch sicher. Klar, haben wir doch schon in der Schule gehabt. Über 2 Millionen Schweißdrüsen hat der Mensch. Außerdem ist die Haut auch noch ein Atmungsorgan. Weder die Lunge noch die Haut können für sich allein genügend atmen. Wenn man sich nicht richtig wäscht und badet, bildet der Schmutz, der uns umgibt, für den Talg- und Schweißresten eine undurchlässige Kruste. Die Millionen Talg- und Schweißdrüsen können nicht richtig funktionieren. Die Haut kann nicht atmen, der Mensch fühlt sich nicht wohl und wird unter Umständen krank. Aber mit Wasser kriegt man das nicht ab, denn Wasser allein löst diese Schicht aus Fett und Schmutz nicht auf. Erst die Seife löst den Talg. Lockert den Schmutz. Und nun kann das Ganze mit warmem Wasser leicht hinweggespült werden. Alle Drüsen können wieder frei arbeiten. So, und damit du das alles nicht wieder vergisst, schreibe ich dir ein Rezept. Fürs Waschen nämlich. Das kannst du ruhig auswendig lernen. Mindestens einmal pro Woche warm den ganzen Körper mit Seife baden oder waschen. Nach dem Bade nie wieder gebrauchte, sondern frische Wäsche anziehen. Sauberkeit heißt Krankheiten vorbeugen. Und vorbeugen ist besser als heilen müssen. Aber das Schwimmbad ist, weil ohne Seife kein Reinigungsbad. Das habt ihr eben im Bild von Frau Doktor gesehen. Wer übrigens schwimmen will, muss sich vorher reinigen und abseifen. Hallo, junger Mann. Ich, bevor man ins Hallenbad geht, duscht man erst mit warmem Wasser und Seife. Denn Handumdrehen atmen Eltern und Kind Sauberkeit und Frische. Halt! Sie wollen doch nicht etwa die schmutzigen Sachen wieder auf Ihren sauberen Körper anziehen. Wieso schmutzig? Frau Peters?
Geben Sie Ihrem Mann doch schnell mal ein frisches Hemd. Damit das in Zukunft nicht vergisst, legen Sie immer gleich ein neues heraus. Auf einen gewaschenen Körper gehört stets auch saubere Wäsche. Richtig wohl.